Und über die Lage in der Ukraine möchte ich jetzt sprechen mit Sergei Osadschuk, dem Gouverneur des Oblast Tschernowitz. Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit nehmen. Lassen Sie uns als allererstes einmal auf diesen womöglichen EU-Beitritt schauen. Die Fragebögen sind also ausgefüllt und unterschrieben von der ukrainischen Seite aus. Wie wichtig wäre das für Ihr Land, dass es da jetzt eine schnelle Entscheidung gibt? Das wäre für uns ein wirklich sehr starkes Signal, dass wir in der richtigen Richtung uns bewegen und dass wir willkommener Partner und Familienmitglied europäischer Völker sind. Und ich glaube, jede Verzögerung wird unsererseits als Verrat Europas an Ukraine empfunden werden. Aktuell geht es natürlich auch schon darum, wie die EU, wie die westlichen Staaten ihnen helfen. Und Präsident Zelensky betont ja immer wieder, wie wichtig Waffenlieferungen sind. Und Deutschland gehört dort zu den Ländern, die etwas zögerlich sind. Wie enttäuscht sind Sie über die Haltung der Bundesregierung oder haben Sie Verständnis dafür, dass es ein leichtes Zögern gibt? Wir haben gar kein Verständnis, denn bitte machen wir ein bisschen Rückblick zurück in der Rhetorik, die wir aus Deutschland in den letzten 2 Monaten gehört haben. Zuerst war die Rede über die Bereitschaft von Lieferung von 5000 Helmen an die Ukraine und sonst nichts. Heute spricht man darüber, dass bereit wäre, Deutschland auch uns Waffen zu liefern. Aber dafür haben wir gebraucht 54 Tage, um diese Überzeugungsarbeit zu leisten, um wirklich klarzustellen, dass Putin nichts anderes als Vernichtungskrieg gegen die Ukraine führt. Und wir sind enttäuscht, dass in der Bundesregierung keine Einigkeit herrscht, dass Außenministerium, Wirtschaftsministerium und Finanzministerium oder also Teil der Ministerien sind dafür und der Bundeskanzler blockiert das alles und das stoßt auf große Enttäuschung unsererseits. Die Unterstützung würde jetzt aktuell natürlich vor allem im Osten Ihres Landes gebraucht werden. Die Offensive, sie steht bevor durch die russische Armee. Wie genau kann sich die Ukraine aktuell dagegen wehren? Wie sieht es aus mit den Kräften und auch mit den Waffen, die sie aktuell zur Verfügung haben? Wir möchten betonen, dass wir uns verteidigen und jede Seite, die sich verteidigt, ist in einer überlegenen Position, also in besserer Situation. Russen, die angreifen, müssen dreifache, vierfache, fünffache Stärke haben und deswegen haben sie diese Zeit jetzt gebraucht in den letzten 2 Wochen, um sich neu zu gruppieren und die Kräfte zu konzentrieren in dieser östlichen Richtung. Es ist uns bewusst, dass nur mit schwerer Waffe Lösung dieses Kampfes ausgetragen werden kann. Deswegen diese Betonung und Hilferuf von unserem Staatspräsidenten Volodymyr Zelensky wiederholen wir mit Millionen Stimmen aller Ukrainer und Ukrainerinnen und rufen bitte nach der Hilfe. Wir brauchen keine humanitäre Hilfe, wir brauchen keine finanzielle Hilfe, wir brauchen in dem Moment, heute und nicht morgen, schwere Waffen, gepanzerte Wagen, Artilleriesysteme, Abwehrsysteme gegen Flugzeuge, denn das Schicksal der Ukraine und Europas, der Freiheit, der Demokratie wird in dieser Woche, in der nächsten Woche bei uns ausgetragen. Sie haben gerade gesagt, dass das Ende dieses Krieges also nur durch schwere Waffen entschieden werden kann. Wir haben von Ihrem Außenminister Kuleba gehört, dass es aktuell keine Beziehungen gibt zwischen dem Außenministerium von Kiew und von Moskau. Glauben Sie, dass solche diplomatischen Beziehungen und Gespräche jetzt aktuell etwas ändern könnten? Ich glaube, jeder Fortschritt bei den diplomatischen Verhandlungen, Annäherungen unserer Diplomaten mit russischen Kollegen, Verhandlungsteams sind direkt verbunden mit Erfolgen oder Misserfolgen auf den Schlachtfeldern. Das ist leider die Dramaturgie und das Gesetz des Krieges. Nichts anderes hat hier eine Geltung. Wenn wir uns gut verteidigen, sind die Russen dann auch bereit, mit uns zu sprechen. Wenn wir hier verlieren, dann gewinnen die Russen die Oberhand und werden nicht nur uns, sondern der übrigen Welt ihr Regel und ihr Leben aufdrängen und diktieren. Deswegen, glaube ich, ist diese Betonung auf Waffenlieferung höchste Priorität. Aktuell blicken wir natürlich seit Wochen und Tagen jetzt auf Mariupol und die verbliebenen ukrainischen Soldaten, die haben sich jetzt geweigert, sich zu ergeben. Aber ist es aus Ihrer Sicht auch nur noch eine Frage der Zeit, bis die Hafenstadt fällt, oder gibt es die Möglichkeit, sie tatsächlich zu halten?
Aus militärischer Perspektive gibt es hier meiner Meinung nach keine Perspektive und keine Option, diese Stadt zu halten. Nur wenn die Russen aufhören, diese Stadt zu bombardieren und so brutal zu vernichten, also wäre die Möglichkeit gegeben, Leuten zumindest rauszukommen. Es sind über 100.000 Menschen dort noch geblieben. Allerdings möchte ich betonen, dass nicht nur Mariupol heute unter Beschuss steht. Vor 15 Minuten hier in der Nähe von Tschernowitz, die westukrainische Stadt Lviv, Lemberg, ist mit 5 Raketen getroffen worden, und zwar wiederum auf Eisenbahnstation, Bahnhof Lviv ist beschossen worden mit Raketen. Also das heißt, überall in der Ukraine besteht akute Lebensgefahr. Die Russen vernichten Zivilisten und unsere zivile Infrastruktur. Vielen, vielen Dank für diese Einblicke. Vielen Dank für Ihre Einschätzungen direkt aus der Ukraine. Danke an Sie und vor allem alles Gute. Danke vielmals. Danke für Ihre Unterstützung.